Was brauchst du? Die alte Mistkern hat beschlossen, eine Pause einzulegen und mein Goldbeutel kann das nicht verschmerzen. Er ist so alt wie ich, aber er hat immer einwandfrei funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber seit ein paar Tagen schüttelt es ihn wie ein altes Mulrett. Von wem redest du? Über meinen Will natürlich. Will ist meine Mühle. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu Gothic 2, die Chroniken von Mertana Arculos. Gehen heute direkt rein. Chroniken von Mertana Arculos, eine Gothic 2 Modifikation, die ich persönlich bisher total gut finde. Nichtsdestotrotz, hier schläft Sundor. Wir haben, ich weiß gerade momentan gar nicht. Muss erst mal schnell rausfinden. Was haben wir vor? Gucken wir mal ins Logbuch rein. Ihr seht, guck mal, wir haben schon. Was ist ein Orange? Familientreffen. Ist abgeschlossen, aber orange. Jetzt, warum ist das? Was ist der Unterschied zwischen grün und orange? Okay, also wenn ich sie mir angucke, sind sie alle grau. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine wichtige oder eine weniger wichtige Mission war. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber soll uns erstmal nicht so problematisch erscheinen. Aktuelle Mission, einer für alle. Kurt meinte, dass die Anwesenheit der Flüchtlinge für die Dorfbewohner von Tag zu Tag lästiger wird. Er riet mir, mit Albin, dem Dorfältesten von Silbach, zu sprechen und zu versuchen, ihn zu überzeugen, sich für uns einzusetzen. Ich soll ihn in einem großen Herrenhaus nähe der Kapelle finden. Niemand wird zurückgelassen. Rupert macht sich Sorgen um die Sicherheit von Daryl und Maiwen, zwei unserer Gefährten, die in der Höhle der Nähe des Ufers geblieben sind. Wir gehen jetzt mal... Ja, was machen wir? Wo gehen wir jetzt hin? Martha, hey, habe ich ja beklaut. Ich verspreche dir, dass wir keine Probleme machen werden. Sage ich etwas? Ich bin nur eine Frau. Ich mische mich nicht in Angelegenheiten ein, die mich nichts angehen. Victor hat sich für euch eingesetzt und das ist der einzige Grund, warum ich euch nicht vor die Tür gesetzt habe. Wir werden... Okay, werden wir haben wir schon mal gehört. Hey, so, die machen Probleme. Da müssen wir mal rausfinden, hey, was die für... Warum sind die jetzt alle da unten im Boden drinne? Wie ist das Leben? Wie ist das Leben? Wir sind endlich in Sicherheit. Hallo Calbrina 79. Das ist jetzt Gothic 2. Die Chroniken von Mertana, was angeblich die beste Mod von allen sein sollen. Aber naja, jeder sieht's ein bisschen anders. Vielen Dank für das Teilen des Livestreams bei TikTok. So, wir machen jetzt eins, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt, wir sind ja noch relativ neu. Wir sind also in die Stadt reingekommen. Und ich meine, wir sind irgendwie von hier unten gekommen. Und es sind ja ein paar von unseren Leuten, sind ja in der Höhle geblieben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die zwei Leute, die da unten sind, noch safe hierher bekommen können. Ich habe 10 Lernpunkte, ich habe aber kein Geld. Wir müssten was verkaufen. Ich habe 103 Gold. Also um Dinge zu lernen, brauchen wir hier überall Geld. Die wollen alle Kohle haben, um was zu lernen. Und ich bin gerade momentan mit einer Zweihandachse unterwegs. Mal gucken wir mal, ob wir damit gut zurechtkommen. Ich bin da Kisten auslernen. Wir müssen mal schauen. Wir machen jetzt... Ich habe keine Karte, ne? Ich habe keine Map. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo... Wisst ihr, das ist immer so. Ich bin wie so eine Katze. Ich laufe ein bisschen vor und zurück und guck mir an, wo wir hier sind. Mach mal eben den Locator an, um mal zu schauen, ob ich noch irgendwas einsammeln kann. Hier auf jeden Fall die Anschlagtafel. Da stehen Sachen dran, die ich mir besorgen soll. Ein Bauer. Hier ist irgendeine Waffe drin. Da liegt eine Waffe. Da ist ein totes Schaf. Was ist denn das? Ist das eine Kapelle hier? Rini. Hey, du. Der ist auch so halb im Boden versteckt. Das ist ja auch nicht cool. Wer bist du? Ich bin Remy und ich zerlege Fleisch. Also bist du ein Metzger? Ich würde dir für deinen Scharfsinn applaudieren, aber ich will mich nicht mit Blut beschmutzen.
Wie sieht der Beruf des Metzgers aus? Wie soll er schon ausschauen? Ich nehme den Totenleib eines Moletts oder eines Keilers und verarbeite ihn zu Fleisch. Da steckt nicht viel Philosophie dahinter. Wie ich sehe, bist du nicht gut drauf. Du bist klüger, als ich dachte. Natürlich nicht, denn ich arbeite mir für Leute wie dich den Arsch ab und bekomme dafür nur wenig Gold. Also jetzt müsste man herausfinden, warum die... Das müsste irgendwie mit dem Core-Plugin zu tun haben, warum die manchmal im Boden unten drinne stecken. Niemand zwingt dich, für uns zu arbeiten. Doch sie zwingen mich dazu. Und jetzt raus mit dir, du fängst an, mich zu nerven. Hallo, Poop01, herzlich willkommen bei Twitch. Schön, dass du da bist. Okay. Wollen wir uns mit dem kloppen? Sag das nochmal. Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden. Ich wiederhole gerne, du bist eine Nervensäge auf dieser Insel. Je schneller wir dich loswerden, desto besser. Sollen wir den verkloppen? Ich muss jetzt gehen. Weise Entscheidung. Den beklauen wir. Jetzt sitzt er wieder da oben. Den beklauen wir jetzt erstmal. Beil. Oh, da ist eine Bäuerin. Die hat es nicht gesehen. Ach, guck mal, hier ist zum Schlösserknacken. Da müsste ich Schlösser knacken. Das ist okay. Kann ich nicht. Raten kann ich auch nicht, aber wir haben erstmal einen Beil. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gleich mal schauen. Der hat das Schaf hier. Guck mal, der hat das Schaf hier zurecht gemacht. Und ein Scavenio hat er auch hier liegen. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Das neue hinzugefügte Beil ist eine Einhandwaffe. Die macht 20 Schaden. Was ist mit meiner Sense eigentlich? Was macht denn die? 20 Schaden. Okay. Zweihandsense. Wir gucken mal, was... Ach so, hier die Straße runter. Hier liegt noch was. Guck mal. Ich sammle alles ein. Ich bin der kleine Einsammler. Da hinten ist... Da kann ich kämpfen. Was ist denn das? Sind das Scavenger? Das sind Scavenger da hinten. Komm, die machen wir mal fertig jetzt. Die verkloppen wir jetzt mal, die Scavenger. Da zeige ich euch, wie das geht jetzt. Hey, Neuling. Sag mal, was ist ein Kürbis? Wie bitte? Ein Kürbis ist eine große Frucht. Oder etwa nicht? Oh nein, nein, es ist ein Gemüse. Der Neuling wird mir zustimmen, nicht wahr? Es kloppen die sich. Okay. Was ist denn das? Also, ich bin bei einem Kürbis auch gerade. Die stellen die richtigen Fragen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Dass die... Die triggern dich, oder? Was ist denn ein Kürbis? Sollen wir das mal googeln? Was ist ein Kürbis? Ein Kürbis ist in meiner Meinung nach ist es... Ich meine, ich hätte mal gehört, dass es eine große Frucht ist. Es ist eine Frucht. Nun, endlich hat jemand zugegeben, dass ich recht hatte. Das ist für dich. Cool, wir haben einen Kürbis bekommen. Ich meine nur, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ein Kürbis ist eine große Frucht. So, hier ist ein Scavenger. Ein Scavenger lässt sich bekämpfen, wenn wir einfach nur nach hinten ausweichen. Meiner! Lass mich in Ruhe. Ich will die in Ruhe selber kaputt machen. Das ist meine Erfahrungspunkte, meine Damen und Herren. Wir lassen uns so jetzt hier nicht von den NPCs die Erfahrungspunkte gleich wieder wegmopsen. Daraus haben wir gelernt bei Gothic 2. Kleiner Köcher mit Pfeilen. Dunkelpilz, Lederbeutel. Feuernessel. Okay, der nächste. Ich habe 88 Erlebenspunkte. Die Waffe ist aber schwer, weil der braucht immer so lange, um die zu ziehen, ne? Okay, waren meine Erfahrungspunkte 30. Der braucht so lange. Das ist interessant. Du brauchst hier wirklich lange, um mit der Waffe zuschlagen zu können, wenn du nach hinten springst. Ich kann natürlich mal probieren, zu blocken und mal zu gucken, ob ich den Scavenger-Angriff auch blocken kann. Aber selbst da braucht er dann lange. Wenn du nach hinten springst, ich kann jetzt nicht. Das dauert wirklich einen Moment. Das sind Feldräuber. Wir gehen erstmal wieder in die Stadt zurück. Das ist ja nicht das Außentor, was wir gesucht haben.
Hier liegt noch Zeug rum, hier ist Kipper. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Warum nicht? Hast du die Gerüchte noch nicht gehört? Welche Gerüchte? Über die Bestie, die in den nahegelegenen Wäldern herumstreift und auf Typen wie dich wartet. Wir müssen mal gucken, welche Bestie das ist. Doch, davon habe ich gehört. Wenn du das getan hättest, wüsstest du, wie gefährlich es ist, sich in dieses Dickicht zu wagen. Erzähl mir von dieser Bestie. Niemand weiß genau, wie sie aussieht, weil niemand eine Begegnung mit ihr überlebt hat. Vor etwa einer Woche ging eine Dorfwache namens Hendrik an den Waldrand, um sich zu erleichtern. Erst gestern haben die Jäger seine Leiche gefunden. Sie haben ihn kaum wieder erkannt. Die Bisswunden waren riesig. Uiuiuiuiui. Keiner in der Stadt hat sich für diese Angelegenheit interessiert. Die jüngsten Überschwemmungen haben den Kontakt mit der Stadt sehr erschwert, so dass wir vorerst auf uns allein gestellt sind. Außerdem würde ich mich nicht auf die Stadtwache verlassen. Sie sind nur daran interessiert, die Dorfbewohner auszubeuten. Die Jäger der Gilde könnten vielleicht etwas tun, aber ihre Dienste sind sehr teuer. Wir können davon ausgehen, dass die Bestie wieder angreifen wird, bevor die auch nur einen Finger rühren. Da bin ich mir sicher. Okay. Wohin führt der Weg? Gehörst du zu den Dorfwachen? Ja, aber ich bin neu hier und lerne noch. Ich habe die Anstellung nach Hendrik bekommen und ich will es nicht vermasseln. EU Luca, vielen Dank für die Likes. Wohin führt dieser Weg? In die Wälder, dann zu den Wasserfällen. Es ist schon lange her, dass jemand diesen Weg gegangen ist. Außer ein paar Verrückten. Kannst du mit einer Armbrust umgehen? Warum sollte ich eine haben, wenn ich es nicht könnte? Wenn ich diese Wälder bewache, möchte ich lieber etwas haben, mit dem ich die Gefahr aus der Ferne abschießen kann. Würdest du mir beibringen, wie man schießt? Klar, gegen ein kleines Entgelt. Warum sollte ich in Silbach kostenlos Konkurrenz für mich heranlernen? Okay, was will er denn haben? Fangen wir mit dem Training an. Auch 150. Also gut, an die Arbeit. Oder? Nein, nur 15 Gold. Okay, aber Armbrust interessiert mich nicht. Guck mal, hier ist wieder ein kleiner Köcher mit Pfeilen. Ich würde ja, wenn, dann wieder auf Bogen gehen, meine Damen und Herren. Ich bleibe mal beim Bogenschützen. Ich bin gut mit Bogen durch Gothic 2 durchgekommen. Und tatsächlich will ich mal gucken, wie das sich in der Arculus-Mod hier mit Bogen spielt. Hier liegt doch auch was rum, da liegen Pfeile oder irgend sowas. Komm schon, keine falsche Scheu. Ich habe gesehen, dass du mich beobachtet hast. Was, wer bist du denn? Was genau machst du denn da? Ich hacke Holz für meinen neuen Bogen. Junge, umgestürzte Bäume sind dafür perfekt. Normalerweise werden sie während schweren Gewittern vom Blitz getroffen oder ein starker Wind verbiegt sie so stark, dass sie umknicken. Wegen ihres Alters haben sie noch ziemlich dünne Äste und das macht es um einiges einfacher. Übrigens kann man auch einige schwere Äste abhacken und diese zu Pfeilen verarbeiten. Je mehr du über die Gewinnung von Materialien weißt, desto mehr Holz wirst du aus einem Baum schlagen können. Und denk daran, du wirst dafür eine kräftige Axt brauchen. Wir haben ja einen Beil, das interessiert mich. Hallo Ghost Tricks. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das interessiert mich, meine Damen und Herren. Schwere Äste brauchen wir sowieso. Umgestopft zu bauen. Guck mal hier. Ich habe ja einen Beil. Holzblätter fliegen durch die Gegend. Der hat mir ja gerade beigebracht, wie man Holz hackt. Zwei Gegenstände erhalten. Okay. Geil. Der hat es mir gerade beigebracht. Das können wir Holz hacken gehen. Und wenn man später Bögen bauen will. Ja, ich gehe ja schon weg. Danke, Ghost. Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Hat eine angenehme Woche hinter mir. Wie ist denn du selbst? Moin Groschki, herzlich willkommen. Habt ihr alle ausgeschlafen? Mittags. Ist ja eigentlich Mittagsschlafzeit. Auch. Das ist schön, das ist schön. So. Ja, eigentlich wollte ich heute gemeinsam mit meinem Cousin spielen. Das wäre, denke ich, ganz fetzig gewesen. Aber der muss dann doch noch spontan zu einem Geburtstag. Und mein Sohn, ach, hier ist ein Vier-Sophie. Der hat ja auch keinen Bock. Naja, dann beim nächsten Mal. Guck mal, hier ist auch wieder was für die Armbrust einzusammeln. Bolzen. Hier haben wir noch was. Es regnet das. Jetzt ist gleich, wie spät haben wir es? 11.07 Uhr. Es ist Mittag. Ach, guck mal, wie finster es in dem Spiel ist. Ach so, bei mir ist es so finster. So, nun habe ich mich ein bisschen verlaufen, sage ich jetzt mal. Müssen wir kurz mal gucken, wo geht's denn hier lang? Zur Stadt?
Ich will ja eigentlich... Wait, ist das jetzt ja das Tor, wo wir reingekommen sind? Nach Silbach? Zur Imkerei? Zur Stadt? Ich muss noch mal herausfinden, wo wir eigentlich in die Stadt reingekommen sind. Hier ist der blöde Metzger. Wir müssen ja, glaube ich, runtergehen. Ja, wir müssen den Weg hier runtergehen. Ich glaube, ich bin den gerade schon mal runtergegangen. Wir brauchen unbedingt die schweren Äste, damit wir Rattenfleisch am Spieß machen können. Hier spielt doch jemand mit einer Flöte. Hier ist jemand mit einer Flöte am Spielen. Da sind auch, guck mal, da sind auch Früchte drin. Ist das eine Kirche? So, und ich sehe, du bist groß und hast kräftige Hände. Wirst du einem alten Mann helfen? Meine Knochen schmerzen und meine Augen sind nicht mehr so gut. Wer bist du? Ha! Man merkt sofort, dass du neu hier bist. Mein Name ist Oswald und ich bin hier der Müller. Der Müller, also der Bäcker sozusagen. Was brauchst du? Der alte Mistkern hat beschlossen, eine Pause einzulegen und mein Goldbeutel kann das nicht verschmerzen. Er ist so alt wie ich, aber er hat immer einwandfrei funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber seit ein paar Tagen schüttelt es ihn wie ein altes Mulrett. Von wem redest du? Über meinen Will natürlich. Will ist meine Mühle. Oh, Will ist die Mühle. Wie kann ich dir helfen? Aufgrund der Überschwemmung muss das Wasserrad durch etwas blockiert worden sein. Wenn du das beheben kannst, gebe ich dir ein paar Münzen. Ja, das ist nicht schwer, oder? Ich werde nachsehen, was es ist. Guter Junge. Und jetzt los, denn ich muss wieder an die Arbeit. Können wir den beklauen? Guck mal, da hinten ist Zeug drin, ne? Und dann gucken wir uns mal an, was hier mit dem Bad... Ach, das ist schön, du hast hier so vieles nebenbei, was du machen kannst. Dem haben wir erstmal Bier geklaut. Bier ist immer gut, können wir verkaufen. So, wo ist jetzt hier an der Hütte das Wasserrad? Das muss ja hier sein. Es steht wirklich still. Da ist ein Stein. Da ist noch ein Stein. Jetzt dreht sich's wieder, guck mal. Das war doch eine ganz leichte Mission, oder? 75 Erfahrungspunkte. Sieht es grafisch ein bisschen komisch aus? Holt mich jetzt nicht so ganz ab. Egal. Hey Diggi, guck mal. Ich habe mir das Wasserrad angesehen. Es wurde durch Steine blockiert. Ich habe sie entfernt. Ich danke dir, mein Sohn. Ich danke dir so sehr. Ich bin zu alt für diese Art von Arbeiten. Hier ist deine Natürlich. Belohnung, aber versauf nicht alles auf einmal. Versauf nicht alles auf einmal. 35 Gold. Wie geht es mit der Arbeit voran? Der alte Will ist noch immer stark und ich auch. Aber mir ging es schon mal besser, kleiner. Wegen der Flut? Ja und nein. Seit Sir Ramsey das Getreidemonopol zugefallen ist, habe ich jede Menge Arbeit und ich bekomme dafür so viel wie für ein ausgegrabenes Mulwert. Und wegen des verdammten Wetters muss ich das Getreide immer oben unter dem Dach lagern. Guck mal, können wir da irgendwas beeinflussen? Was hältst du von Sir Ramsey? Nichts Gutes. Seine Mutter hat Silbach besser geleitet. Lady Aldona war eine eiserne Frau. Sie konnte gut mit den Stadtbewohnern umgehen und hatte einen Draht zu ihnen. Sie wusste, was wir brauchten. Ihr Sohn hingegen ist das genaue Gegenteil. Er ist ein einfacher Adliger, der die Jagd, reiche Feste und die Gesellschaft von Frauen mag. Außerdem, was ist ein Herrscher, der seine Untertanen einmal im Jahr besucht? Das ist ja, das stimmt. Frag einfach mal, wo ist Ramsey jetzt? Wo befindet sich Sir Ramsey jetzt? Zwischen den Stiefelecken beim königlichen Gesandten und seinen Mahlzeiten? Wahrscheinlich irgendwo im reichen Viertel der Stadt. Ach ja, und wenn du vorhast, mit ihm zu sprechen, das kannst du vergessen. Ramsey hat keine Zeit für Leute wie uns. Klingt ein bisschen wie Ona auf Onas Hof, ne? Erzähl mir von dieser Mühle. Ich arbeite hier, seit ich denken kann. Will ist fast so alt wie ich. Vor vielen Jahren habe ich die Mühle von Lady Aldona, der ehemaligen Herrscherin dieser Länder, gemietet. Möge Enos über ihre Seele wachen. Seitdem ist sie mein Arbeitsplatz und mein Zuhause. Die jüngsten Überschwemmungen waren ein echtes Problem, aber Albin ist nicht scharf darauf, die Mühle zu renovieren. Er tut, was Ramsey ihm sagt, und dieser Rotzlöffel hat von der Führung eines Dorfes genauso viel Ahnung wie von Magie. Warum will Albin nicht in die Mühle investieren? Das weiß Nobelia. Ich kenne ihn seit Jahren und weiß, dass er nicht so dumm ist, den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Seit Ramsey ein Monopol auf die Getreidemüllerei aufgebaut hat
und die Flotte versenkt wurde, sind wir der Hauptversorger für ganz Acholos geworden. Jeder weiß, dass die Wirtschaft der Insel zusammenbrechen wird, wenn der Alte wird aufhören zu arbeiten. Aber bevor das passiert, werden wir verhungern. Okay, jetzt können wir natürlich noch fragen. Wenn ihr die Kornkammer der ganzen Insel seid, warum schickt euch der Statthalter dann keine Unterstützung? Weil er auf dieser Insel tun und lassen kann, was er will. Zumindest für den Moment. Morris weiß, dass wir nicht die Macht haben, die Bedingungen zu diktieren. Also werden wir tun, was wir immer tun. Abwarten und auch ein Wunder hoffen. Wahrscheinlich wird er seine Leute erst hierher holen, wenn Ramsey ihm Silber für ein paar mickrige Münzen zurückgibt, und dann wird es noch schlimmer sein. Vielleicht werden wir ja mitbekommen, meine Damen und Herren, wie Riordian irgendetwas macht, weswegen er zur Strafarbeit in der Barriere verdonnert wird. Vielleicht ist aber auch wirklich so, dass Riordian ja mithilft, die Barriere zu errichten. Auch das ist möglich und ich weiß es nicht. Ich habe diese Mod noch nie durchgespielt und ich bin wirklich gespannt. Und ihr müsst euch mal überlegen, das hat also, glaube ich, ein polnisches Team gebaut. Die haben hier einfach in der Gothic 2 Engine einfach eine komplette neue Stadt gebaut, eine neue Welt mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wo man sich irgendwelchen Lagern anschließen kann. Eine 60-Stunden-Mod, die überhaupt nicht, wo sich überhaupt nichts um Corinnes dreht, ne? Also bisher. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich, das ist wie ein eigenes Spiel. Und manche sagen, es ist wie das Gothic 3, was es nie gegeben hat. Was ist mit der Händlergilde? In Zeiten des Krieges mit den Orbs sind wir ein schmackhafter Happen für sie. Wahrscheinlich wollen sie unser Eigentum in ihre gierigen Hände bekommen, so wie sie schon die ganze Insel in ihre Hände bekommen haben. Aber wir werden nicht so schnell aufgeben. Für uns, die Menschen in Silber, war die Freiheit immer das wichtigste Gut. Okay. So, das haben wir jetzt abgeklärt. Das habe ich aber wieder vergessen. Ich wollte ja, wir müssen zurück. Guck mal, da ist das Tor, wo wir reingekommen sind, meine Damen und Herren. Ich speichere mal eben auf einem anderen Spielstand ab. Wir spielen das hier als Koop-Spiel, meine Damen und Herren. Ich könnte jetzt einen Server starten und wenn jemand mit mir gemeinsam durch einen VPN-Tunnel in einem gleichen Netzwerk ist, könnte der hier mitspielen. Wir spielen das im Koop, aber mein Sohn hat heute keine Lust gehabt, mein Cousin hat keine Zeit. Also ehrlich, die Gothic, ich habe jetzt schon gesehen, danke für das Follow, Death Raymond. Ich habe ja gesehen, es gibt auch andere Spiele, wo die Community geile Mods baut, ne? Also, aber es ist wirklich so, das sind richtige Entwicklerstudios, würde ich mal. Also, das ist der Hammer, was die hier bauen. Es ist irre, ist das. So, Harry hat uns reingelassen. Hey. Und jetzt gehen wir hier wieder raus. Pass mal auf. Von da unten sind wir gekommen. Wir haben uns hier durchgekämpft. Danke, Neon Dark, für das Share des Livestreams. Wir müssen jetzt aufpassen. Ich habe jetzt, ihr seht das, ich habe den Locator an. Ich kann den natürlich auch ausmachen, so. Und ich sehe aber hier, dass da oben, da ist was, wogegen ich kämpfen kann. Das scheint, da ist ein Keiler, wie es aussieht. Ich habe aber den Locator immer ganz gerne an, damit ich hier nicht vergesse, irgendwas einzusammeln. Danke für die vielen Likes, Death Raymond. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, meine Damen und Herren. So, hier ist ein Keiler. Ich habe letztens immer verloren. Die Community lebt noch. Diese Mod ist von 2019 und die ist tatsächlich wohl jetzt gerade eben erst in der neuen Version überarbeitet worden. Ich kann euch aber gar nicht sagen, ob ich die neue Version spiele. Och Mann, guck mal, ich habe es echt schwer. Diese zweihändische Axt, ich habe übrigens so eine Zweihand-Axt, so eine Sense, ne? Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Warte mal, die Holzfäller-Axt ist auch eine Zweihand-Waffe. Braucht Stärke, die Sense braucht Geschick, guck mal. Danke für das Follow. Guck mal hier, für eine Zweihand-Sense brauche ich Geschick, für eine Zweihand-Axt brauche ich Stärke. Und ich habe mich jetzt wieder mal auf Geschick, eingeschossen so ein bisschen. Und ich habe das Problem, diese Zweihand-Sense, ihr kennt das ja, pass auf, wenn ich jetzt eine Einhandwaffe anlege, wir können ganz kurz mal kurz probieren, ne? Das Einhandbeil, zu wenig Stärke, nehmen wir mal das hier. Da kann man ja, wenn man das zieht, zurückgehen, zuschlagen, überhaupt kein Problem, ne? Wenn ich aber jetzt meine Zweihand-Sense anlege und ich die Waffe ziehe und ich zurückgehe und zuschlage, da geht das nicht. Guck mal hier, ich muss erst warten, bis er sich ausgekollert hat hier. Und das ist schwer. Das macht jetzt den Kampf gegen Scaventurinus natürlich ein bisschen schwerer.